NBC Giga hier und ich fühle mich sauwohl als einzige Frau mit drei Männern um mich rum. Das sind The Boys, das sind fast die ganzen The Boys. Sie haben nicht zwei unterwegs verloren, die sind auch nicht krank geworden. Nein, keine Sorge, die sind beschäftigt. Genau. Was machen die? Die chatten ein bisschen an dem Computer. Bist aber nicht überfordert mit drei Männern, oder? Nee, ich fühle mich ja recht wohl. Kann ich nicht anders sagen. Wie geht's euch? Auch sehr gut. Absolut gut. Ihr habt euch hier auch schon ein bisschen heimisch gemacht in unserem kleinen New Media Studio. Ja, ist auch nicht schwer, hier ist ja wirklich alles da. Viele nette Menschen, schöne Frau. Was war das? Schöne Frau. Schöne Frau? Schöne Frau. Ah ja, okay. Und Computer, PlayStation, ja. Nintendo 64. Und da habt ihr schon, habt ihr Spaß? Also ist paradiesisch hier eigentlich. So. Hey, ich finde es echt richtig cool, besonders die Ecke dort hinten. Da werde ich mich auch gleich wieder hinsetzen und weiter gamen und Salvatore fertig machen. Genau. Der übt schon ein bisschen vergeblich. Genau, und Flow ist halt noch am Chatten. Flow chattet noch. Genau. Ja, das werdet ihr natürlich auch tun und all die vielen Fragen unserer wahrscheinlich vornehmlich weiblichen Fans beantworten. Dann werdet ihr noch ein bisschen tanzen und singen, gell? Genau. Sehr schön. Und all das in dieser Stunde bei NBC Giga. Also bleibt dran. Stay tuned. Mehr unter www.giga.de. Aber erstmal genug davon von dieser CD. Hier ist die neue CD von den Boys. Und die kommt heute raus. Next Level heißt sie. Und die Single-Auskopplung God Bless, die habt ihr ja bestimmt schon öfters gehört. Und das ist eine ganz, ganz schöne CD, die könnt ihr ab heute, also könnt ihr jetzt nach der Sendung, naja, könnt ihr nicht mehr in den Laden, aber morgen könnt ihr in den Laden gehen und diese CD kaufen. Und die chatten also, wie gesagt, fleißig da hinten. Geht's euch gut da hinten? Ja? Hier sind halt viele Fragen aufgetaucht, die frage ich euch jetzt mal so, dass die Leute, die nicht im Chat waren, auch mal was davon haben. Ja. Was für eine Musik hört ihr privat zum Beispiel? Privat? Also wir waren gerade in New York zum Videodreh und ich persönlich war sehr überrascht, weil da waren fette neue Hip-Hop-Künstler. Also ich bin mehr so auf Schiene, fahre ich so mit. DMX und neue Sachen von Bobby Digital. Alias RZA, alles dabei, voll perfekt einfach. Richtig, also ihr steht alle auf so Black Music und so? Ja, auf jeden Fall. Soul, Hip-Hop, so das ganze Programm. Habt ihr irgendwie eine Lieblingsdiskothek in Deutschland, wo ihr gerne so gesammelt hingehen oder geht ihr überhaupt gerne in Diskotheken? Society. Also gut, ich meine, wir kommen aus Berlin, da gibt es ja so einige Clubs, wo wir ganz gerne sind. Die wollen wir natürlich nicht verraten, aber wenn wir in Köln sind, sind wir immer ganz gerne im Visions. Aha. Ja, Visions. Dann habe ich eine Frage, habt ihr ja auch gelesen. Wenn die Erde untergehen würde und 1000 Menschen gerettet werden könnten, wie würdet ihr es schaffen, dazu zu gehören? Flo hat gesagt, wir bestechen alle. Genau. Hat er gesagt. Also ich würde erstmal alle Frauen und Kinder vorgehen lassen, also ganz klar. Aber das sind aber mehr als 1000. Das glaube ich auch. Ja, also die halt reinpassen. Oder so à la Gattaca, irgendwie so wie... Wie in dem Film, vielleicht so ein bisschen so die Gene manipulieren durch irgendwelche anderen. Man weiß ja nie, was dann schon fortgeschritten ist. Mal gucken. Ach, keine Ahnung. Ja. Ich denke, so weit ist es ja noch nicht und wir machen uns darüber eigentlich auch keine Gedanken. Ihr seid ja halt dauernd zusammen eigentlich oder also eigentlich schon. Geht ihr euch auch manchmal auf die Nerven? Natürlich. Oder? Klar, zum Beispiel jetzt gerade. Wir würden uns am liebsten jetzt gerade erst... Dann nervst du nicht, Mann. Nee, also... ist schon so, dass wir, wenn wir irgendwie, der hat dann, will irgendwie ein bisschen seine Ruhe haben, weil vielleicht irgendwas Privates gerade nicht so gut läuft. Und das weiß dann natürlich der andere wiederum nicht. Und mal hat einer halt einen schlechten Tag, kann immer mal passieren. Und hey, hallo. Ich gehe auch dazu das irgendwie. Ist zum Beispiel so ein Beispiel. Sie haben es eigentlich vermisst, wir haben sie schon vermisst. Beispiel, ach, komm, die Nerv, das sind die absoluten Nervsäcke hier. Ja, genau. Aber nee, wir verstehen uns super. Also wir sind halt also auch wie Brüder seid ihr alle. Brüder. Dadurch auch, dass wir wirklich von morgens bis abends. So. Aua, das waren meine Haare. Den ganzen Tag und zusammen sind. Eine ganz, ganz wichtige Frage, die gestellt worden ist: Habt ihr Lieblingswebsites? Was? Lieblingswebsites? Also und nicht giga.de jetzt, aber habt ihr irgendwie einen. Wir sind nicht so oft im Internet eigentlich. Ja, es gibt schon so nette Seiten irgendwie. oh, ich hab grad. Ja. Wie würde man sagen, ist auf jeden Fall unsere eigene Website natürlich. Die ist wirklich richtig gut geworden. Die haben Freunde von uns gemacht aus Berlin von Natural Planets und unsere Internetadresse ist www.the-boys.com. Also wer reingucken will, ist wirklich ganz gut geworden. Oder Triple. Ich glaube Triple M auch.
Bindestrich, Dingsbums. Genau, und die ist gerade aufgerufen, die kann jetzt jeder, der zuschaut, sehen, eure eigene offizielle Website. Und ich würde sagen, ihr sitzt jetzt noch ein bisschen da und chattet ein bisschen rum. Ein bisschen weiter, das ist ganz lustig. Klasse. Sind so ganz lustige Freaks dann irgendwie. Viel Spaß und bis gleich auf jeden Fall. Tschüss. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir Sekunden, Minuten, Stunden, was sag ich, Jahre gewartet haben. The Boys mit Just Like Me. Fast wie bei der Bacardi-Werbung. The Boys und ich bin mittendrin und die haben schon eine ganze Weile gechattet. Ich sehe noch, Kane chattet immer noch und beantwortet fleißig Fragen. Emily, Zwei-Finger-Technik. Auch das funktioniert. Probier's mal mit den Füßen. Meinst du, damit ist er schneller? Bewegliche Zehen. Emily hat das Ganze von ihrem Schirm aus überwacht. Emily, was wurde denn da so meistens gefragt und gechattet? Ja. Entschuldigung, eine besondere Frage, die ich euch mal gerne stellen würde, ist auch im Chat auch gefragt worden. Welches Lieblingslied habt ihr, was ihr selber singt?
Euer also, Lieblingslied? Euer. Steph? Ja, also mein Lieblingslied ist Just Like Me. Also mein Memories. Just a moment, please, Flo. Memories, Million Pearl, Get Out of My Dreams, God Bless, Tonight, Kids of the Night, One Minute, I Wanna Hate You, Get Out of My Dreams. Das ganze Album also. Hey, You and Christmas Time. Also das ganze Album. Ne? Genau, von vorne bis hinten. Es ist wirklich so, also es ist wirklich nicht, also ich, das, wir stehen wirklich total, also auf unser, ich höre es mir selber gerne an, wir hören normalerweise nur R. Kelly, Boyz II Men, Kane, Bobby Digital und was wir, also Method, alles mögliche, aber also es macht wirklich Spaß, das Album anzuhören. Wir, wie gesagt, die meisten Songs stammen auch aus unserer Feder. Und, das ist ja schon klasse. Ja. Noch eine andere Frage, die auf dem Chat gefragt worden ist, woher bekommt ihr einfach eure coolen Klamotten? Oh. Wer will antworten? Also, wo wir gerade sind eigentlich. Also jetzt diese Klamotten, die wir jetzt anhaben hier, sind größtenteils aus New York, die wir mitgenommen haben von unserem Videodreh. Haben wir einfach mitgenommen. Und ansonsten, wo war halt was gut? Nein. Nein. Das ist ja nicht umsonst, leider. Und müsst ihr, überlegt ihr eure Outfits zusammen oder sagt da jemand irgendwie, das müsst ihr anziehen? Nee, oder? Also wir beraten uns. Ich meine, das ist auch immer so, wenn man einen Videodreh macht oder auch so generell, wir haben halt immer so Stylistinnen oder Stylisten irgendwie, die immer sagen, ey, das würde doch vielleicht ganz gut zusammenpassen oder das. Also es sagt uns keiner, zieh das an irgendwie und das, sondern wir beratschlagen und lassen uns auf jeden Fall gute Tipps geben von Leuten, die Ahnung haben. Die Stylistinnen dürfen ganz offiziell auch nicht rumfummeln. Also ich glaube, sehr viele Mädels werden die Stylistinnen darum beneiden und möglicherweise nimmt jetzt der Berufswunsch Stylistin eine höhere Platzierung an, als das früher der Fall war. Genug über die Klamotten geredet. Genau, lass uns. Es hört sich so an, ich habe zumindest so ein bisschen den Eindruck, als sein, dass doch alles Frauenfragen gewesen. Womit wir bei den weiblichen Fans wären. Ja. Gibt es irgendwelche besonderen, schönen, ausgefallenen Geschenke, die ihr mal bekommen habt? Denn so als Star wird man ja mit Geschenken überschüttet, oder? Also das Schönste, was ich bekommen habe, das war auch wirklich künstlerisch, muss ich sagen, sehr hochwertig. Das war ein ganzes Buch mit bestimmt 20 Gedichten und die waren alle selber geschrieben. Also selber geschriebene Gedichte, nicht für uns, sondern also gut, die wurden uns geschenkt, ja. Aber richtig schöne Gedichte. Wie war also, das bei dir, Flo? Also grundsätzlich sind erstmal alle Geschenke irgendwie richtig cool. Solange sich jemand was bei denkt, dann kann man eigentlich nicht sagen, das ist besser. Aber was richtig ausgefallen ist, habe ich mal bekommen, und zwar einen selbstgemachten Spiegel, der so aus Gips, glaube ich, gemacht wurde. Und da war so eine kleine Man in Black-Figur irgendwie und die sah ziemlich lustig aus, so ein Alien. Und das war ziemlich cool irgendwie, von zwei Mädchen aus Berlin. Und T-Soul hat wahrscheinlich eine ganze Packung Haargel geschenkt bekommen, um sich diese schönen Locken zu drehen. Danke sehr. Nein, ich finde es wirklich schön. Das muss richtig schmerzhaft sein. Also, Nein, das sieht wirklich schön aus. Hast du den Geschenk bekommen? Komm, erzähl. Also ich persönlich kann mich jetzt nicht an irgendein Geschenk erinnern, weil es viele waren. Aber ich finde persönlich selbst... Eine Tweety-Unterhose hast du mal gekriegt. Ja, auch. Unterhosen kriegen wir häufig. Aber ich finde persönlich selbstgemachte Sachen ganz cool. Also weiß ich nicht, irgendwie, wenn sich ein Mädchen halt was bei denkt und wenn sich halt die Mühe macht, das finde ich immer ganz cool. Ja. So, und jetzt müsst ihr die Hosen runterlassen, natürlich nicht offiziell, sondern nur verbal. Kane, du schreibst da hinten, ich beziehe dich jetzt einfach mal ganz kommunikativ in unsere kleine psychologische Runde mit ein. Wie sieht deine Traumfrau aus? Meine Traumfrau? Ja. Also ich habe jetzt nicht so die richtige Vorstellung von einer Traumfrau, aber ich glaube, wenn sie mir begegnen würde, dann würde es zack machen. Echt? Ah ja, Daisy Duck, klar. Daisy Duck ist auf jeden Fall schon mal... Nee. Nah dran. Sehr, sehr, sehr korrekt, sehr korrekt. Boah. Süß, einfach süß. Ob ihr das mit dem Entenschwänzchen hinkriegt? Also wer die Nummer von Daisy Duck weiß, kann sie gerne weiterleiten und the boys glücklich machen. Jungs, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Schon vorbei. Was macht Flo jetzt da gerade? Genau. Flo macht ein bisschen Promo. Also ich glaube, worauf er hinweisen will, ist, dass... In einer Viertelstunde könnt ihr... Sie sind noch nicht ganz weg, denn sie treten hier noch live auf. Genau. The Boys. Also, bleibt dran und freut euch drauf. Bis dann. Bis dann.